Hallo, liebe Leute. Also hier haben wir jetzt einen Flieder, Syringia vulgaris. Da gibt es eben veredelte, die sind ganz anders. Die darf man gar nicht so schneiden. Veredelte Flieder erkennt man daran, dass sie meinetwegen eine weiße Blüte haben oder eine ganz dunkle Blüte haben. Und die normalen, das Flieder, der Urflieder, der nicht veredelt ist, ist ja dieses fliederfarbene. Das hier ist so einer. Erkennen kann man das, der unveredelte Flieder treibt immer wieder neu aus, ähnlich wie bei der Haselnuss, wie wir das schon hatten. Und jetzt müssen wir da mal schauen. Da habe ich jetzt schon auch innen die dickeren Äste eben immer wieder rausgeschnitten. Das mache ich immer wieder mal, weil der hat halt auch den Hang der Flieder, dass es dann so arg breit wird. Oder auch hier die Äste, die habe jetzt ich noch nicht weggemacht. Die sind natürlich jetzt noch ausladend geworden, weil teilweise die anderen Äste beim Schneiden draufgefallen sind. Ich habe die natürlich dann noch mehr rausgebogen. Und genau, wenn man einen Rückschnitt macht, ist es immer gut zu schauen, dass da oben drüber ein Ableittrieb ist. Wenn ich jetzt das einfach hier so abschneide, oder wie es manche machen, einfach so drüber schrappen mit der Hekenschere, dann hat man lauter so, da entstehen dann lauter Besen, weil dann das alles so stark nachtreibt in einzelnen Trieben. Aber hier geht es ja dann gleich weiter. Also das wird dann nicht so ein Besen, sondern da kann die Energie dann weiter wachsen. Also da muss irgendwo die Energie hin. Was man nicht machen soll, das sind diese Nasen. Das da ist No-Go, weil das fängt dann hier zum Faulen an und setzt sich erst oder verschließt sich erst hier unten dann, da in dem Bereich. Also weil da ist ja kein Trieb mehr, der weiter wächst, das merkt die Pflanze und dann fängt es da zum Eintrocknen an, teilweise zum Reinfaulen, da ist es dasselbe hier. So soll man es nicht machen. Das war halt jetzt der großen Schere geschuldet, also das muss ich nachschneiden. Also man sollte schon auch da wieder so möglichst nah am anderen entlang schneiden. Das mache ich dann noch. Weil, wie gesagt, sonst kommt da die Krankheiten rein, das wird nicht ordentlich versorgt mit Nährflüssigkeit und deswegen geht es dann kaputt. Generell zum Gehölzschnitt ist anzumerken, niemals bei starken Frösten, weil dann die Wunde nicht ausgespült werden kann und damit einfach die Gefahr noch größer ist, dass Krankheiten reinkommen. Also am besten ist es, wenn noch ein bisschen Safttrieb ist. Also wenn jetzt die Sträucher überhaupt kein Laub mehr haben und schon absolut in der Ruhephase sind, verheilt die Wunde halt nicht schnell. Bei kleineren Schnittwunden ist es nicht problematisch, aber je größer die Schnittwunden werden, desto bedenklicher wird es, weil die Pflanze die nicht verheilen kann. Ich meine, bei uns, wir sind Warmblütler, wir können jederzeit unsere Wunden wieder verheilen. Pflanzen können es halt jetzt in dem Sinn dann im Winter halt nicht so gut. Und wie gesagt, da schneide ich jetzt alles, was da so arg raushängt, kommt da halt jetzt noch weg. Aber sonst habe ich innen eben auch schon die Schrägen alle rausgeschnitten. Gut, das könnte ich jetzt wegmachen, das treibt ja von unten raus, aber ich finde, ich habe eh schon so viel weggeschnitten. Ah ja, und der veredelte Flieder, da darf man unten gar nichts wegschneiden. Außer es kommt aus der Unterlage was raus. Also die veredelten Flieder, das ist eigentlich ein schon Stamm von unten, der rauf geht, wo auseinander geht. Da kann man dann bloß oben immer wieder mal was rausschneiden. Also diesen richtigen Verjüngungsschnitt kann man bei den veredelten in dem Sinn nicht machen, weil sie dann weg sind. Ja, ich gehe dann nochmal rundherum. Ich meine, sowas kann man dann nochmal, wenn es einen stört. Aber wenn es so waagrecht drin ist, ist halt auch die Gefahr dann mit dem Schnee, dass es dann fürchterlich zusammenbricht. Also da habe ich das alles hier auch schon dicke wieder rausgenommen. Da innen drin sieht man es nochmal. Also beim Flieder kann man das und soll man das machen. Ja, das hängt also komisch rum. Also das aus optischen Gründen jetzt weg und dass der Schnee das nicht abbricht.
Aber wie gesagt, das hier und da vorne, das ist jetzt alles nur von dem Fliederstrauch an Grünwood. Da draußen mache ich Brennholz auf den dickeren und die dünneren, die fahre ich auf den Kompostplatz. Ich meine, es gibt ja so Leute, die gerne mit Häckslern arbeiten. Ich ehrlich gesagt finde einen Häcksler eine Zumutung für die Nachbarschaft. Ich finde, einen Häcksler kann man verwenden, wenn man irgendwo alleine wohnt. Also in einem Siedlungsgebiet finde ich persönlich diese Hobby-Kleinhäcksler, ich finde es eine Unverschämtheit den anderen gegenüber. Gut, ich bin natürlich als Gärtner, wir haben diese großen Häcksler früher gehabt, auch das wird ja nicht mehr gemacht. Heute wird im Landschaftsgartenbau generell alles dann weggefahren, weil die Industriehäcksler, der haut es so einen Haufen da. Mein ganzen Dreck, was ich da jetzt im Garten habe, der ist in einer Viertelstunde ist der durchgehäckselt. Und wenn man das jetzt mit einem selbst einen größeren Dieselhäcksler noch machen würde, wo man als Anhänger hat, ja, da bin ich einen Tag beschäftigt damit. Also das ist mal die Zeit. Ich finde es eben lärmbelästigungsmäßig nicht vertretbar. Und man kann ja sich diese Hackschnitzel und alles dann wiederholen. Also wenn jemand einen Häcksler halt hat, mein Gott, dann soll er es machen. Also von mir kriegt er dann einen mitleidigen Blick, wenn er das in meiner Nachbarschaft macht. Und wenn er es zu lange treibt, würde ich sogar sagen, hey du, kann ich da das Zeug wegfahren? Weil ich es einfach echt nicht gut finde mit dem Lärm. Dann, wenn man jetzt nochmal nur allgemein noch, ist es, wenn man dann häufig, also es kommt immer darauf an, wie man es wegbringt. Ich habe jetzt alle Häufchen so gemacht, dass die holzige Seite auf einer Seite ist, dass das dann so liegt, weil ich es dann leichter abtransportieren kann. Weil so kann ich es nehmen und auf dem Anhänger drauf tun. Wenn natürlich jemand einen Gärtner beauftragt, der es mit dem Laster und Selbstgreifer macht, ist es ganz egal. Da kann man einen großen Haufen machen und der kann das dann mit seiner Zwicke darauf nehmen und auf dem Hänger tun. Ich muss es auch mit der Hand auflegen. Da ist es das Letzte, wenn ich dann Chaos habe mit den ganzen Ästen. Dann finde ich auch noch ganz wichtig so als Tipp, wenn ihr stacheliges Zeug habt, tut es das separat. Keiner hat eine Freude, wenn er unerwartet in irgendwas reinfasst und sich dann sauber die Bratzen zersticht. Also ich tue immer Rosen oder Weißdorn, so stachelige Sachen, die mache ich einen extra Haufen. Weil ich einfach keine Lust habe, da immer in die Stacheln reinzufassen. Das sind so Kleinigkeiten, die einem das Leben leichter machen. Ja, sonst war das jetzt einmal eben der Flieder.